willkommen zurück hier zu Schlag den Ork, beziehungsweise zu Gothic. So, ich muss mir gerade aufschreiben, wie viel Uhr diese Folge zu Ende war und die nächste begonnen hat. Damit ich nachher beim Schneiden da nicht durcheinander komme. Sonst passiert das, was die ersten vier Folgen von Gothic passierte. Nämlich, dass ich die Folgenansage und Absage und das alles irgendwie nicht zusammenpasst. Komme ich da irgendwie hoch? Sieht leider nicht so aus. Vielleicht von da vorne. Von hier könnte es klappen. Von hier vielleicht. Vielleicht auch nicht. Nein. Das klappt nicht. Da drüben. Ne, da drüben auch nicht. Hier ist eine Höhle. Was haben wir denn da? Ist das ein Schalter da oben? Das hell erleuchtete? Sieht so aus. Und was gibt's da unten? Das ist ja lustig. Und hier war ich definitiv noch nie, als ich Gothic 1 gespielt habe. Das ist mir neu. Ja, Dietrich nehme ich. Klumpatsch nehme ich. Okay. Das ist alles irgendwie nicht so prickelnd. Ich frage mich, was das hier sein soll. Also von den Items her sollte man wohl hierher kommen können, schon relativ früh im Spiel. Allerdings müsste man halt dann diese Orks besiegen. Was ich mir nicht ganz vorstellen kann, dass man das so früh im Spiel kann. Nein! Nein, du sollst auf den Schalter schießen! Auf den Schalter! Das klappt irgendwie nicht. Vielleicht, wenn ich die... Wo ist denn die Maussteuerung? Maus an, genau. Vielen Dank. Kann ich jetzt da hochschießen irgendwie? Nee, ne? Nee, ich kann auch nicht runterschießen. Schade. Schade. Da mache ich die Maus wieder aus, die ist nämlich nervig. Blutdetails stand so auf... Oh, viel. Viel ist okay, oder? Kommt ein bisschen spät. Was kann ich denn jetzt denn hier machen? Weiß ich gar nicht. Also, ich finde, das sieht schon so ein bisschen aus wie so ein Schalter, ne? Oder sagt mir das vielleicht... Das sagt mir auch nichts irgendwie. Warte mal. Ist das nicht ein Symbol? So ein Kreuz und so? Habe ich das nicht vorhin gesehen auf der Schriftrolle? Auf der Magierolle? Vielleicht habe ich die deswegen auch davor gefunden. Eisblock. Na, eigentlich nicht, ne? So eine gewisse Ähnlichkeit ist da, aber so richtig das Gleiche ist nicht. Nö, das wird nix. Feuerpfeil. Habe ich, glaube ich, gefunden. Feuerball? Feuerpfeil. Probiere ich den mal aus. Ich meine, die habe ich immerhin hier in der Truhe gefunden. Kann ich den nach oben schießen? Nee, kann ich nicht. Vielleicht nach draußen? Nee. Vielleicht auf die Statuen. Da sind ja so Statuen. Hier links und rechts von Orks. Vielleicht muss ich die abschießen. Kann ich auch nicht anvisieren. Nee. Irgendwie habe ich keine Ahnung, was das hier sein soll. Ein Raum mit Zeug. Vielleicht sagen wir denn die Zeichnung hier unten irgendwas. Gibt es hier einen Schalter oder so? Nee, ne?
und... Und hier ist auch nichts. Nö. Dann bin ich überfragt. Ich habe keine Ahnung, was das hier soll. Was es sein soll, was es tun soll. Ich weiß es nicht. Was ist denn über mir? Wo bin ich denn hier gerade? Über mir ist der Weg. Okay. Vielleicht ist da ja was auf dem Berg des auf dem Gipfel des Berges, direkt oben drüber. Das kann ja sein. Andererseits, bis ich dort bin, vergeht halt einige Zeit. Oder? Wie komme ich da jetzt am besten hoch? Ja, gut, links außen rum. Nee, Moment. Da links außen rum. Dann komme ich doch wieder zum Turm, oder? Ah, oben beim... Ah! Ist dafür vielleicht dann der Turm quasi die Abkürzung nach oben? Oder komme ich darüber? Das sieht gut aus. Hey, das klappt! Okay, das klappt nicht. Springen? Nö. Nö, klappt nicht. Nö, das klappt leider nicht. Kann ich da hoch? Das sieht aber... Ah, da kann ich aber hoch. Na komm, das ist doch eine Einladung. Nicht? Oh, das ist schade. Das sah gerade so aus. Ich sehe gerade, mit den hohen Gewaltdetails verliere ich Blut. Wahrscheinlich, weil ich so angeschlagen bin. Mal schauen, ob das auch noch so ist, wenn ich mich jetzt komplett heile. Nö. Ich finde kein Blut mehr. Ist ja lustig. Na gut. Ich glaube, ich habe hier genug erforscht erstmal. Das ist zumindest das, was ich so erforschen wollte hier bei den Snappern und so. Ich werde jetzt nicht wieder ins Orkgebiet gehen. Sondern ich werde erstmal Chromanin verfolgen. Ein rostiges Schwert. Ach, hier ist mal ein Goblin gestorben, glaube ich. Genau, Chromanin. Es war ja irgendwas mit Leuten an Bord. Das heißt, oder beziehungsweise, was das heißt, ich bin mir nicht sicher. Aber ich vermute, dass damit, wie gesagt, das Schiff gemeint ist, drüben, da wo die Quest angefangen hat. Da laufe ich ja jetzt halt mal hin und schaue mich dann um, ne? Und man hört da links die Butler im alten Lager. Das ist lustig. Ich frage mich, ob ich mit dem ganzen Erz, das ich habe, noch jemals irgendwas anfangen kann in Gothic. Und ob ich vielleicht mit dem Gold oder mit den Goldmünzen jemals irgendwas anfangen kann hier. Und warum die beiden Stacks sich nicht kombinieren? Das finde ich eine sehr gute Frage. Ich weiß es nicht. Fragen über Fragen. Es könnte natürlich alles Bugs sein. Oder zumindest das mit den Münzen. Und warum ist die Kamera gerade langsamer als ich? Das ist lustig. Ah, hier links sind noch ein paar Gegner. Was haben wir denn hier? Oh, Wolf. Eigentlich viel zu schön zum Töten. Hey. So. Andererseits so ein bisschen Erfahrung. Ey, ich bin so blöd, oder? Ich krieg ständig diesen dämlichen Fallschaden. Jetzt können wir die Gegner schon mal nichts mehr anhaben. Da habe ich nichts Besseres zu tun, als überall runterzufallen. Das gibt's doch gar nicht. Ist hier noch irgendwo ein Schattenläufer? Ich würde mich gerne mal mit dem Schattenläufer anlegen. Scavenger. Was haben die denn hier? Ja, so realistisch ist die Chance eigentlich gar nicht mehr noch zu leveln. Ich glaube, ich lasse es einfach mal. Ich lasse die Gegner mal Gegner sein. Es sei denn, ich finde einen Schattenläufer. Aber der müsste eher
auf dem Weg in Richtung Sumpflager sein, also hinter mir irgendwo, als hier auf dem Weg zum zum Kommanin, zum Schiff. Hä? Ah, Hitboxes. Leute! Das war irgendwie blöd. Und zur Strafe trinke ich davon ganz viele. 2, 3, 4, 470, ne? Ja, quasi, so viel habe ich. 190. Ah, meine Güte, ich hätte mich vorher heilen sollen. Ich bin doch blöd. Falle ich da einfach runter. Ah, und ich habe echt nicht... Wann habe ich ihn zuletzt gespeichert? Oh, das ist schon eine Weile her. Nee, das ist echt schon eine Weile her. Tut mir leid, das war echt blöd. Tut mir leid. Das war blöd. Hätte ich besser aufpassen sollen. Ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen überheblich gerade mit der fetten Rüstung, mit der fetten Waffe. Gebe ich dazu, ich muss ein bisschen besser aufpassen. Aber das Spiel neigt sich halt auch dem Ende zu und ich will halt auch schnell sein und trotzdem alles machen. Und ja, nicht einfach, ne? Das ist nicht so einfach. Aber hier, ich schätze, das ist hier. Oder vielleicht in der Höhle unten. Das könnte auch sein. In der Höhle, habe ich auch gemeint, das könnte so eine Schmugglerhöhle sein, wo ein Boot fehlt. Dass da vielleicht die ehemaligen Leute quasi gemeint sind, die da von Bord gingen oder so. Feuerwarane. Sind das magische Wesen, die immun sind gegen meinen Feuerschaden? Offensichtlich nicht. Ich glaube, deren Zungen brauche ich auch nicht mehr. Das war nur für das Ulumulu. Ist das hier? Ja! Ein altes Buch! Bevor ich da einen Blick reinwerfe, möchte ich mich aber noch dieser Feuerwarane entledigen. Schutz vor Feuer 55. Wow, 5 Stück! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist ja... Die sind ja mächtig. Meine Güte, sind die mächtig. Andererseits, es sind 5 Stück. 6 mit dem einen, den ich getötet hatte. Das macht 3000 Erfahrungen. Und danach bin ich dann bei 286.000. Nee, das lohnt sich nicht. Ich krieg den Level nicht mehr. Den Level kriege ich leider nicht mehr. Selbst mit den Viechern jetzt. Das heißt, ich schnapp mir jetzt einfach das Buch und dann hau ich da ab. Also diese Feuerwarane sind ja echt üble Gegner. Andererseits, gut, okay, 5 auf einmal. Ja, ist schon ein bisschen viel, muss man sagen. Gebe ich ja zu. Da habe ich mich ein bisschen überschätzt. Aber den einen da, das ist einer von denen, die mir mal Probleme gemacht haben, als ich die Zunge gebraucht habe. Und deswegen hat er meine Rache verdient. Ja, haha, nimm das, Feuerwaran. So. Die anderen lasse ich in Ruhe. In weiser Voraussicht. Warum nur? Ich weiß es nicht. Gut. Schriften. Kromanin Nummer 4 müsste das sein. Nein, Nummer 5 sogar. Ich habe das Buch gefunden. Doch soll ich nicht alleine diesen Weg beschreiten. Diese Ehre sei mir vergönnt. Ich muss mich fügen und die Kraft, die in mir wohnt, muss ich teilen mit den Würdigen, die da kommen werden, mich zu finden. Hoffentlich kommen sie bald. Dort, wo alles begann, sollst du mich finden. Dort, wo alles begann. Uah, das sind gleich alle. Nee, ich hau ab. Dort, wo alles begann, könnte der Anfang des Spiels sein, wo alles begann. Es könnte aber auch der Anfang der Kromanin-Quest sein. Ich würde mal zuerst dahin gehen, wo die Quest begonnen hat. Einfach weil es hier nebenan liegt. Und ich da das dementsprechend einfach schneller überprüfen könnte. Und wenn nicht, kann ich immer noch gemütlich offscreen zum Anfang laufen. Komme ich da jetzt
Splitter aus der Schaft. Das waren die Waffen von den Skeletten. Moment, wo ging's runter? Da ging's runter, richtig. Das war ja erst danach, dass der Weg nach links der falsche war. Genau, nämlich hier. Hier muss ich rechts rum. Und, genau, da runter. Die Treppe runter. Da müsste irgendwann so eine große Halle kommen. Ich glaube, ich habe mich immer links gehalten und kam dorthin. Ich brauche mal eine Fackel. Fackel? Fackel? Fackel. Wo war das denn? Ich glaube, hier war das. Ja, genau, hier war das. Hier ist es aber nichts, ne? Dort, wo alles... Also da, wo die Quest begann, das war hier. Moment, hier liegt eine Leiche. Habe ich die vorhin übersehen? Chromanin 6. Amulett der Lebenskraft. Verwandlung Blutfliege. Okay. Nein, die Leiche habe ich vorhin nicht übersehen. Die hatte nämlich gerade das sechste Buch. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Er ist Futter für die Ratten. Oh, was zur Hölle? Das ist also Chromanin. Okay, ganz viele Skelettmagier. Und Skelette. Ah! Habe ich vorhin noch nicht getroffen? Haben die blockiert oder was? Geblockt meine ich. Also vor vielen, vielen Folgen, als die Quest begonnen hat. Ich habe mit Uriziel, aber jetzt gerade auch, ne? Nicht so viel Schaden gemacht. Andererseits, wenn die Schläge dann durchgehen, dann macht es schon ordentlich Schaden. Och, komm, Skelett. Greif mich halt mal an, dann blockierst du nicht mehr. Oder so. Ey! Jetzt komm schon. Das kann doch jetzt echt nicht wahr sein, oder? Ein Skelett. Ein dämliches Skelett. Geht doch. So. Wie heißen denn dieses... Einfach nur Skelettmagier. Skelettbeschwörer. Eispfeil brauche ich nicht. Kann ich die Skelette durchsuchen? Nein. Kann ich denn vielleicht den Magier hier hinten durchsuchen? Hat der vielleicht irgendwas Tolles dabei? Nur Skelette beschwören und Eispfeil nehme ich an. Ja, Eispfeil. Na gut, dann war das wohl die Chromanin-Quest, okay. Ich dachte, ich krieg vielleicht ein tolles Item. Schade. Da geht es wohl nur darum, am Ende ein paar Skelette zu kriegen und zu besiegen. Aber gut, es war eine kleine Schnitzeljagd quer durch die Welt von Gothic. Und soweit ich weiß, habe ich jetzt... Also die Quest war jetzt das Letzte, was ich tatsächlich als Quest erledigen wollte. Und das mit den Orks am Anfang der Folge war das Letzte, was ich erforschen wollte. Und dementsprechend bin ich jetzt meiner Meinung nach hier komplett durch und bereit für das Ende des Spiels. Das heißt, ich werde mich jetzt zum Schläfertempel begeben und dort werde ich dann gemeinsam mit euch hoffentlich den Schläfer besiegen. So ging's hier nicht hoch. So ging's hier hoch. Yep. Genau. Das heißt, beim nächsten Mal, ich werde jetzt euch den langen Laufweg, glaube ich, ein bisschen ersparen. Und mich zum Schläfertempel begeben. Ne, einfach südlich am alten Lager vorbei. Bei Xardas vorbei, in die Orkstadt. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder auf dem Weg zum großen Finale zur Bekämpfung des Schläfers. Ich bin gespannt, ob ich es schaffen werde. Ich denke schon. Ich habe nicht zuletzt hier die beste Rüstung und die beste Waffe im ganzen Spiel. Ich glaube schon, dass das klappt, dass es klappen kann. Andererseits ist dort, glaube ich, noch Korkalom unterwegs. Und
eigentlich würde ich schon noch gerne so einen letzten Blick ins Sumpflager werfen. Ich glaube, das mache ich jetzt gleich. Ist mir jetzt egal. Dann wird die Folge ein bisschen lang. Kann ich mit dir reden, zum Beispiel, Baltion? Nein. Geht das Leben hier ernsthaft weiter? Einfach so? Ich meine, Iberion ist tot, Korkolom ist weg. Wo ist denn Kor Angar, der große Templer? Der konnte mir doch irgendwie kämpfen oder so beibringen, ne? Vielleicht kann der mich ja stärker machen als 100. Ist der vielleicht hier drin? Da vorne läuft jemand. Das könnte aber auch eine der Damen sein. Na, ja, das ist die Dame. Das ist die Frau von den Typen hier. Oder eine der Frauen. Iberion? Ach, den haben sie wohl hier reingeschleppt. Interessant, okay. Das ist was, was ich noch nicht wusste. Finde ich gut, dass der nicht mehr da draußen liegt. Die dürfen nicht mit mir reden. Na gut. Ich glaube, hier gibt es nichts Neues mehr. Und wie gesagt, deshalb begebe ich mich jetzt nach diesem letzten Blick auf das Sumpflager zum Tempel des Schläfers. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder auf dem Weg zum großen Finale. Und vielleicht auch beim großen Finale. Weiß nicht, ob ich ein oder zwei Folgen brauche für den letzten Abschnitt des Schläfertempels. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Rede ich noch mit Xardas? Gibt's hier was Neues?